Fehler tat. Und die Wertung für Ulelova war nach diesem Fehler und nach ihrer gesamten Vorstellung nicht allzu hoch, 8,825. Im Augenblick führt Carolina Pasqual mit 9,525 vor Joanna Budak, 9,35. Aber das wird sich jetzt möglicherweise ändern, da Maria Petrova aus Bulgarien uns ihre Übung zeigen wird. Also für mich ist das ihre schönste Übung in ihrem Repertoire. Dann wollen wir das mal genießen und hoffen, dass es sie ohne Fehler durchbringt. Spielbeinwechsel dann auch noch während der Drehung. Auch keinen Fehler entdeckt? Einen ganz kleinen, ja. Also so ein Zehntel kann man ja abziehen. Ebenso zwischendurch mal. Naja, also vielleicht ein Zehntelchen weg, aber ich nehme an, dass sie jetzt in Führung gehen wird. Gestern hat sie 9,7 gehabt. Und den Dreh müsste jetzt eigentlich auch liegen. Zerschundene Schienbeine. Karin, gibt es da eine Erklärung? Wissen Sie was? Ich nehme an, das ist vom Reifen. Also wenn sie. Es ist ja ein sehr zartes Persönchen, sehr leicht blaue Flecke bekommen, dass sie von Rotieren um die Schienbeine oder so beim Reifenübung dann die blaue Flecke herbekommen hat. Also, das klingt ja nicht.